Bei der Landespolitik gehe ich mal ganz in die langfristige Perspektive. Und die langfristige Perspektive heißt für mich Bildungspolitik. Wir müssen dafür sorgen, dass wir stärker mathematisch, naturwissenschaftliche und technische Inhalte an die jungen Menschen bringen. Erstmal, um sie mit diesen Themen vertraut zu machen, um gegebenenfalls Begeisterung und damit möglichen Nachwuchs zu erzeugen, aber auch um das Thema der Akzeptanz neuer Technologien mitzufördern. Und von daher ein pragmatischer Fokus auf mehr Naturwissenschaft in Grundschule, weiterführenden Schulen und keine weiteren Richtungswechsel, die meistens ja nur ideologisch bedingt sind, in der Schulpolitik.